Brüder und Schwestern, als ich dieses Evangelium gehört habe und gelesen habe, kam mir eines in den Sinn, dass Gott gar nicht romantisch ist. Warum? Naja, also wenn du sagst, du liebst jemanden, dann liebst du halt jemanden. Und in der Vorstellung der meisten Leute ist Liebe etwas Bedingungsloses. Es ist nicht an Bedingungen geknüpft, dass ich jemanden liebe. Und im heutigen Evangelium hören wir was anderes. Also zumindest, dass ich Gott liebe, das ist an eine Bedingung geknüpft. Und dass Gott mich liebt, das steht hier nicht. Aber dass meine Liebe zu Gott wirklich ist, ist an eine wichtige Bedingung geknüpft. Und die ist ziemlich einfach. Jesus sagt klipp und klar: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist noch nicht so ganz streng, aber am Ende dieses Evangeliums: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also, kurz nachgedacht, wenn ich die Gebote Gottes nicht halte, kann ich ihn nicht lieben. Deswegen meine ich, Gott ist gar nicht romantisch, wenn es um Liebe geht. Weil er knüpft auch unsere Liebe an eine Bedingung. Und das ist auch etwas, was ich sehr oft erlebe, also diese Vorstellung, dass Liebe bedingungslos ist. Klar ist sie, aber es bedeutet auch, dass mit der Liebe was kommt. Liebe ist auch etwas, was Inhalt hat. Jemanden zu lieben bedeutet, romantische Gefühle zu haben, klar. Aber vor allem, dass man für diesen Menschen etwas tut, ihn in den Mittelpunkt stellt. Weil die Naturwissenschaften sagen, so mit dem Verliebtsein, das ist so eine Sache, dauert länger oder kürzer, in der Regel 6 Monate, dann sind die Hormone ein bisschen weg und dann beginnt die Liebe oder kann die Liebe beginnen. Ob so ist, weiß ich es nicht. Ich glaube es auch nicht, alles, was die Wissenschaftler da erforschen, ist aber nicht wichtig. Es ist auch so meine Erfahrung, Verliebtsein vergeht. Aber Liebe ist etwas Bleibendes. Und wenn diese Gefühle ein bisschen sich die Wogen geglättet haben, wenn diese Gefühle abebben, dann beginnt der Alltag. Und das sieht man in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, da wo Liebe im Spiel ist, da kommt es nicht so sehr darauf an, jeden Tag jemandem zu sagen, ich liebe dich, ich hab dich so gerne und so. Es ist hilfreich und wenn es stimmt, sag's. Das ist gut. Aber allein davon wird der andere nicht leben können. Wenn du jemanden liebst, dann tust du etwas für ihn. Und bei Gott ist es so eine Sache, er will, dass wir seine Gebote halten. Das bedeutet, Gott zu lieben. Wenn ich Gebote halte, liebe ich Gott. Wenn ich es nicht tue, mache ich es nicht. Warum? Aus diesem einfachen Grund, den ich schon genannt habe, jemanden zu lieben bedeutet, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, so gesehen ist das, was Gott hier von uns fordert, nicht so abwegig. Und das ist für mich auch etwas Selbstverständliches, dass wenn ich jemanden liebe, ihn in den Mittelpunkt stelle, dann werde ich auch nicht alles tun, was mir in den Sinn kommt, sondern das, was der andere sich wünscht. Da ist schon ein bisschen Romantisches was dabei, ne? Also, dass jemandes Gedanken zu lesen, um zu erraten, was will er von mir, ne? Jemanden wirklich auf den Händen zu tragen.
Das ist hier damit gemeint, Gebote zu halten. Und es ist gar nicht so schwierig, wie wir uns das sehr oft vorstellen, weil Gebote zu halten, sagt Jesus, ist einfach. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und diese Gebote, die Jesus meint, das ist das Alte Testament und das, was er selber verkündet hat. Das sind die Gebote Gottes. Und man muss sich selber fragen, wo wir in der Kirche das tun, uns an das Wort Gottes wirklich halten. Wie, das Wort Gottes ist wie eine Krücke, die dir hilft zu gehen auf dem Weg, den Jesus ist. Und wo tun wir das in unserem Leben? Wo, wenn verschiedene Dinge an mich herankommen, ich mir die Frage stelle, ist das das, was Gott für mich will? Weil das ist der Sinn Gebote. Gott will für dich etwas. Deswegen sagt er, tu das oder tu das nicht. Frage ich mich selber, wenn ich Entscheidungen treffe, ob es Gott gefällt oder nicht? Bei dem Auferstandenen zuzujubeln, das kann jeder. Dazu braucht man nicht mal getauft sein. Und es ist schön, dass wir das heute machen, weil das ist auch der Kern dessen, was wir Liebe zu Gott nennen, ihn zu loben. Aber das ist ein bisschen wenig. Weil wie sieht es aus, wenn ich Gott in dieser Stunde jetzt in den Mittelpunkt stelle und ihm diese Zeit gehört, du bist ja hier. Vielleicht bleibst du auch dann zum Lobpreis nach dem Gottesdienst. Dazu herzliche Einladung. Aber was ist danach? Das ist die entscheidende Frage. Ich weiß, ich wiederhole mich, weil das ist, glaube ich, in jeder zweiten Predigt bei mir. Was geschieht da draußen? Das ist entscheidend und nicht, was hier geschieht. Hier kannst du dich fallen lassen in die Arme Gottes. Hier gelten keine Gebote vor ihm. Aber in dieser Welt, damit wir Zeugen sind für das, was wir hier empfangen, für das, woraus wir uns hier speisen, müssen wir auch uns dementsprechend verhalten. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Gesetze einzuhalten, sondern wirklich sich dem Herzen Gottes zuzuwenden. Das ist, was Jesus meint, wenn er dazu aufruft, Gebote zu halten, im Herzen Gottes zu lesen, was er sich für dich wünscht. In jeder Situation hat Gott einen Wunsch für dich. Also er wünscht sich etwas für dich. Und bei uns Christen ist es wirklich notwendig, sich immer zu fragen, Gott, was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Nicht, weil Gott dich oder mich kontrollieren will. Er braucht es nicht. Also, wozu? Gott braucht keine Kontrolle über uns. Aber er will, dass wir ihn lieben. Seine Zeugen sind in dieser Welt. Und das ist nur möglich, wenn wir als solche auch auftreten. Deswegen, das, was Jesus heute sagt über die Gebote, dass es wichtig und notwendig für die Nachfolge ist, das ist nicht bedeutungslos. Und das sollte sich jeder von uns zu Herzen nehmen, so wie es der Herr zu dir jetzt spricht, sicher in deinem Herzen. Was sollte ich ändern? Was sollte ich anders machen in meinem Leben? Was sollte ich behalten? Was sollte ich weiterverfolgen? Damit der Herr dich ins Leben führt, ins Leben in Fülle. Damit du Zeuge für ihn sein kannst in dieser Welt. Und wenn du das machst, tust du nicht nur für dich etwas Gutes, sondern vor allem für die Welt. Weil wenn wir nach den Geboten Gottes leben,
Wenn wir uns an das Wort Gottes festhalten, es wie eine Krücke in unserem Leben benutzen, dann tun wir der Welt etwas Gutes, weil wir das Evangelium verkünden. Ich kenne das aus der Ordensgeschichte, es gab immer große Prediger, der heilige Antonius, Bernardin von Siena, Capistran und so weiter. Aber so meine Erfahrung ist ein bisschen andere als diese Ordensleute. Durch Worte kannst du niemanden bekehren. Aber wenn du ein beispielhaftes Leben hast, das kann vieles bewirken. Lebt so, dass sich die anderen fragen, was ist das für ein Glaube, das sie trägt? Schaut, wie sie leben, wie in der Apostelgeschichte. Schaut, wie sie miteinander leben. Wir sind dazu berufen, seine Zeugen zu sein. Und jeder ist dazu fähig, weil Jesus uns einen schickt, der das machen kann in dir und in mir. Den Heiligen Geist, den Beistand, von dem Jesus spricht, der für immer bei uns bleiben wird.